Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge schon hier die beiden LKWs hingeschickt mit USB-Platten. Jetzt habe ich mir gedacht, bauen wir hier doch mal zwei Parkplätze ein, wo wir sie zur Not hinsetzen können. So, und das ist quasi draus geworden. Stehen nicht im Weg, können auch, hoffe ich, auch beide noch ausladen, wenn es soweit ist. Aber das ist schon, er macht hier quasi eine 8 und dann kommen beide auch direkt hin. Bis auf Parkplatz 2, da, der muss dann durch Agrar Z fahren. Aber wie gesagt, das ist ganz gut so. So, hier haben wir in der letzten Folge Stroh und Heu. Silage haben wir da auch noch. Ja. Da können wir nämlich noch eine Fuhre Silage zur Mischfutterfabrik fahren. Dann ist die auch wieder gut gefüllt und kann arbeiten. Gerade wo wir jetzt mal 5 spielen. Können wir hier noch eine Ladung aufnehmen? Ja. Kaufen noch nicht. Der fährt dann zu Agrar Z. Dürfte dann auch nirgendwo sich dran stören an die LKWs. Ja, mit den Ladungen, die wir in der letzten Folge verkauft haben, das waren dann die Spanplatten, sind wir auf 1,7 Millionen gekommen, plus so fast 40.000 immer hier diese Rübenschnitzel. Aber das ist ja nur ein Abfallprodukt. Einmal wollte ich nochmal nach den Wiesen schauen. In welchen Stufen sind die? Sind alle gelb? Ja. Wir werden sehen, wann das umschlägt. Temperaturen ist bei 6 Grad geblieben. Können wir noch nichts machen? Ja. Hier können wir die Kurse mal wieder löschen. Können wir vielleicht. Ja, ist auch schon wieder einiges rumgekommen hier. Können wir den anderen Stall vielleicht mal sauber machen. Dann können wir die Sachen hier noch mitnehmen. Wir können noch ein bisschen lenken, das ist gut. Tipp zurück, dann kriegen wir das auch weg. So, dann ist der hier doch super sauber fürs Erste. Ist auch wieder genügend da. Er ist. Die Zementfabrik ist voll. Gut. Dann nehmen wir den mal raus.
muss eigentlich hier zu Mühlewasser. Können wir die nämlich gleich auch voll machen. Weiß ich jetzt gar nicht. Ups. Ob hier Wasser benötigt wird. Es scheint aber nicht so zu sein, oder? Wir schauen mal. Paletten sind da wenig, habe ich im Augenwinkel gesehen. Jeweils nur eine Palette. Aber Wasser wird nicht benötigt. Gut. Das ist Karton und Papier. So, dann wird hier in der Gegend erstmal kein Wasser benötigt. Dann fährst du einmal zurück. Wie 19 Uhr. Oh, es wird dunkel so langsam. Wie ist der Preis? Er steigt nicht mehr. Dann können wir also verkaufen. Ach, der andere kommt auch. Gut, dann schauen wir mal. Lass den erstmal abladen. Dann kann der zum Hof. Kommst du auch direkt da rum? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee. Dann müssten wir den noch mit den verbinden. Ja, das passt jetzt. Und dann will ich sagen, hier gut. Jetzt wird es hier ein bisschen voll. Also dann gehst du einfach zum Hof. Waschplatz. Der steht schon da hinten. Dann halten wir den mal auf. Wachsen wir auf ihm hier. So, eine Ladung verkaufen und dann fahr ruhig mal hier wieder zu dem Parkplatz. Weil ich momentan noch nicht weiß, wo die als nächstes. Einer kann auf jeden Fall Kartons und Papier aus dem Zentrallager holen. Sie dann zur Ölmühle bringen. Das wäre noch eine Aufgabe. So. Die nächsten, aber ich... Acht. Vielleicht kriegen wir die auch schon bei der Zellstoff. Ich werde mal zur Zellstofffabrik fahren. Palettenausgang. Weil wir spulen ja jetzt auch. Und nochmal 125.000. 2 Millionen haben wir. Kannst jetzt erstmal warten. Nochmal auffüllen. So.
und der andere fährt. So, dann können wir hier mal schauen. Machen wir Plane runter, sonst hier haben wir noch Weizen, dann Gerste ein bisschen was. Saatgut, Mischration ist alles okay. Silage noch. Stroh nicht mehr ganz so viel. Dünger. Schweinefutter. Kalk. Ich glaube, ich hole mal den Kalk hier raus. Und den werden wir zum Global Market bringen und da veräußern. Kalk haben wir ja eigentlich bei unserem Werk. Da brauchen wir hier keinen Kalk. Bei uns im Silo. LKW ist hier. Steht da erstmal kein im Weg. Kann ja auf seinen nächsten Einsatz warten, ansonsten fahren wir ihn dann zur BGA hoch. Ja, ich hoffe, wir haben noch was bei der Zellstofffabrik. Wir können mal zum Kalkwerk gehen. Wie sieht es denn da aus? Ich sollte dann mal das Gras wieder ausschalten. Kalkwerk, da ist es doch. Ist auch voll. Kann auch weiter produzieren. Alles gut. Dann würde ich sagen, du lädst dich mal beim Kalkwerk ab. Dann haben wir dich mal leer und dann können wir mal schauen, wie weit die Milch ist in den Ställen. Ob wir da schon wieder was abholen können. Wir müssen auf Produktion gehen. Kalkwerk. Wasser, Diesel. Da sollten wir auf jeden Fall die 32.000 Liter loswerden. So, was machen die Tiere? Immer einen Blick wert. Oh, da geht es schon wieder hoch. 500 Hühner, ja gut. Die sollen Eier produzieren. Schafe 24. Da sind auch wieder drei dazugekommen. Da könnten wir vielleicht nochmal 24 veräußern und dann zum Schlachter bringen. Bei den Kühen ist Stroh wenig. Müssen wir mal wieder auffüllen. Hier sind 13.000 Liter und da 31. Das reicht noch nicht ganz für eine Ladung. Wir schauen mal hier zu den Rindern. Wie sieht es hier aus? Brauchen wir hier irgendwas? Mischfutter ist hier nicht mehr so viel. 41.000.
dürfte hier drüben identisch sein. Aber hier ist noch, hier fehlt ein bisschen mehr Silage als hier drüben. Ups. Wo ist denn der Anhänger? Du hast immer noch Kompost drauf. Habe ich den in den im Stall noch stehen? Da steht er doch. Dich habe ich gesucht. Oder vielmehr den Anhänger. Dann können wir hier gleich auch Silage, also in dem Stall haben wir Silage wenig und in dem anderen Mischfutter. Dann packen wir in den Rinderstall 2 erstmal Mischfutter rein. Sogar voll, dann kann er hier auch wieder produzieren. Ist hier noch, ja, viel ist nicht mehr. Heu dürfte da. Aber hier ist ja alles. Ist ja alles bevorratet. Hier für Mischfutter brauchen. Dann kommt hier das Mischfutter rein. Gut. Silage fehlt dann in allem. So. Dann habt ihr hier erstmal wieder was für die Nacht. So, hier sieht es auch noch alles gut aus. Ja. Dann holen wir hier mal 12 Paletten Silage raus. 6 ist ja ein Haufen. Bestätigen.
mal. Da ist schon reinpieken. Silage ist fertig. Gegoren. Komm, wir gehen hier unten rein. Rückwärts ist wahrscheinlich. Ein Tick höher, damit wir über die Kante kommen. Ah, das sollte es auch gewesen sein. So. 24.000 wieder. Willst du nicht? Oder bin ich jetzt schon zu weit? Rausgefahren. Nehmen wir uns mal das zweite Paket. Geht doch mal einen Ticken tiefer. Mit dem Gewicht kommt er eigentlich recht gut zurecht. Also. Ups, das war. Drüben habe ich den noch hochgenommen und hier habe ich gedacht, es reicht, weil ja alles so super geklappt hat. Ups. Einmal raus. Weiß nicht, ob wir die einfach schieben können, aber ich gehe mal von aus, dass es nicht so ist. So haben wir die beiden auch abgeliefert. Können wir die wieder hoch machen. So, dann schauen wir mal, ob der LKW, du bist leer. Dann kannst du bitte zum Pflanzenschutz fahren. Oder Flüssigdünger ein Ausgang. Ich meine, das war das. Ich glaube, da war nämlich auch rot. Nee, ich suche eigentlich. Ach, er hat hier Kalk abgeliefert. Können wir dann verkaufen. Was haben wir mitgebracht? 26 bestätigen. 20.000. Nochmal hier reinwerfen. Ob irgendwas dazugekommen ist. Aber sieht nicht danach aus. Kein Hopfen. Dann wieder zurück. Ah, Zellstoff. 8 Paletten Papier brauchen wir und
8 Paletten Karton. Ach, sind doch schon wieder hier. Papier. 8 Paletten. Und 8 Paletten Kartons. Ah. Jeder wieder eine Fuhre zum Verkaufen. Nehmen wir die Kartons erstmal auf. Alle. Und wir haben gesagt, zur Ölmühle brauchen. Die Ölmühle braucht die Paletten. Paletteneingang. Ja, er fährt jetzt auch in die neue Strecke. Er fährt also nicht mehr dahin, wo an der Wassertrailer normalerweise steht, sondern fährt um den rum. Und du bist... Gucken, dass wir hier... So, mal ein bisschen Flüssigdünger verkaufen. Dann kann nämlich hier produziert werden. Und Pflanzenschutz, wie sieht es da aus? Da kann noch produziert werden. Da ist auch zwei Ladungen Kompost, ist auch noch hier. Kalk. Kalk könnte hier auch ein bisschen hin. Hätten wir die 26.000. Na gut, wir können auch eine Ladung. So, du fährst bitte zum Global Market. Zum Punkt B. Weil da ist... Ah, er will wieder darum. So, die Zeit vergeht. Immer noch 14 Grad Außentemperatur. Das ist viel. Ich steige hier mal aus. Weil wir sind gerade hier an der Käserei vorbeigekommen. Die arbeitet noch und ist auch jeweils eine Ladung Käse und Frischkäse fertig. Das heißt, wir können die Sachen auch verkaufen. Molkerei, wie sieht es denn da aus? Hier ist die. Mir fehlen auch so langsam die Kartons, aber es kann noch produziert werden. Und jetzt wird es so langsam dunkel. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss und wir sehen uns morgen früh wieder hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.